Willkommen! Der große Preis von Belgien! Ich find's immer noch lustig, ja, der große Preis von Belgien, ja. Christian, erzähl uns doch mal ein bisschen was über den großen Preis von Belgien. Also es ist einer der Traditionspreis von beiden Strecken überhaupt im ganzen Kalender, ja. Eine sehr lange Strecke. Pass auf, ich habe auch noch was. Ich habe nicht erst schon erst Rennen gewonnen. Ja. Und also, das ist auch sehr spannend, ja. Also, bekannt für die Wetterkapriolen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir im Regen fahren oder nicht. Und natürlich, was auch noch dazu kommt, ist halt eine fahrisch sehr, sehr anspruchsvolle Strecke. Also, die ist, das Fahrfehler führen zum Totalschaden. Ja. Das könnte uns in den Karten spielen, weil wir sind natürlich fahrisch wesentlich besser als die beiden Ferrari, ne? Und vielleicht kriegen wir dann hier so ein bisschen fahrisch besser. Ja. Ist das jetzt schon richtig feuchte Strecke oder ist das noch wechselhafte Bedingungen? Ich glaube, also ich höre sogar Fettschalen in dieser Kurve. Wenn du die Striche unter der Wolke siehst, dann sieht es schon so, das könnte auch Sonnenstrahlen sein. Nach mehr Regen, aber da sind vier Striche, ja. es regnet dann doch. Oh, es geht schon los. Oh, Regenreifen sogar drauf. Oh Gott, das wird nicht. Nein, ich werde mir den Regenreifen draufgezogen. Und das ist auch Profi, da ich probiere, dass keiner von uns um den Sieg mitfährt. Ja, das stimmt. Ja, nicht auf Profi. Das ist klar, ne? Ich sehe ja gar nichts. Und ich hab kein DS, ich hab kein DS. Gibt's doch bei Regen auch nicht. Oh, Kopf, du hast so gut genommen. Nee, genau, DS gibt's nicht, also. Die Rouge übrigens, das ist eine der schönsten Kurven des ganzen Formel 1 Zirkus, ja. Oh, da sinkt dir der Magen echt in die Hose. Die heißt Lippenstift und Rouge. Genau. Nein, rote Wasser, weil das ist ein kupferhaltiger Fluss immer gewesen. Der da durchgeht und ich erzähle euch noch so, während ich euch hier gerade platt mache, wenn im Qualifying, erzähle ich euch noch so. Also, jetzt kommt hier die Blanchiment, in die ich gerade reinfahre. So eine abschüssige Kurve sieht hier so ein bisschen gerade eigentlich aus, das ist aber gar nicht. Das ist hier ein bisschen quer. Alter, hier stehe ich. Ja, und also, jetzt kommt dieser ganz schöne Mittelteil, ja, mit ganz vielen schnellen Kurven. Da kommt ich mal raus. Das warst du, das? Ich bin auch nicht weit rausgekommen. Jetzt immer noch direkt hinter mir. Natürlich, wenn es jetzt im Rennen jetzt natürlich schöner Sonnenschein wäre, ne? Dann hätten wir ein Problem. Ja, ich habe nicht mehr das. Ich habe Trockensetup gewählt gerade. Ich gehe das mal ein, das Risiko. Da kenne ich nichts. Wann kommt denn diese Blanchiment? Die war schon längst, also hoffe ich bei dir. Ach so. Was? Wer ist denn schon übertrieben oder was? Nee. Was? Bitte? Das kann doch nicht sein. Ist hier so eine Flagge irgendwie hier drin. Ich auch. Also ist keiner von euch. Also ich bin noch nicht drüber. Also. Ach du Kacke, sind wir schlecht. Ich glaube, wir sind richtig kacke. Auf welchen. Oh, nee, nein. Geht doch ganz gut. Nee, also ich bin tatsächlich doch als Erster drüber gefahren. Fünfter. Oh. 13. 18. Naja. Oh, Dennis, wo bist du? Oh, der Olli ist nur haarscharf schneller gewesen als ich und das macht 5 Plätze aus, meine Güte. 5 Plätze? 5 Plätze aus, meine Güte. Was seid denn ihr? 2-0-3, das ist ja wohl nicht wahr. Na gut, ne? Sehr geil. Ich will nochmal betonen, es ist eine Fahrerstrecke hier. Eine Fahrradstrecke, habe ich gemerkt. Ja. Eine Fahrrad, genau. Aber also mit dieser Startaufstellung könnte ich vielleicht sogar die erste Kurve vor dem Boris schaffen, ja. Die erste Kurve? Vielleicht, von daran, aber vielleicht halte ich den Boris noch hinter mir zumindest, ja. Hallo, Olli. Ja. Olli, Punkt, mehr Punkt, also ein Punkt mehr wie letzte Woche hätte ich gern, ja? 2? Du bist ja verrückt. Alles, tust, versuch halt irgendwie den Olli hinter dir zu halten. Oder Regen, vor den Olli zu setzen, genau. Nein, Dennis. Ja, Christian, komm du doch zu mir nach hinten und helf dem Dennis. Könnte ich eigentlich machen, ja.
Jetzt mal gucken, ob es überhaupt im Rennen jetzt auch noch dann regnet, ja? Mal gucken, ob es im Regen noch regnet. Saubere Rennen, null. Wobei, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich mit dem Trockensetup gefahren. Also ich habe einfach Flügel auf. Das gibt's doch nicht. Flügel auf. Ich bin mit dem mittleren gefahren. So. Ich bin relativ weit nach links mit gegangen. Mit dem mittleren? Ja, Leute. Ja. Dann Dennis, viel Spaß jetzt. Weil da sind wir schon ein bisschen längere Rahmen. Oh nein, es regnet nicht mehr. Scheiße. Es ist alles vorbei. Da war das 27 Grad Sonnenschein. Ja, scheiß drauf. Gott, wir haben doch gesagt, diese Wetterschwankungen. Ja, ja. In Belgien ist das nämlich so. Oh Gott, die spielen doch die Belgier. Das ist doch in Köln nicht so. Wie kann das in Belgien so sein? Ja, ich hab euch doch davor noch gesagt, Leute, dass das hier bekannt ist dafür, dass es wechselhaftes Wetter ist, ja? Deswegen ist es Winterreifen. Ich hab gelbe Reifen. Was habt ihr? Ich hab Dennis, blaue, verrat blaue, doch jetzt blaue. Nicht. Ich hab schwarze Reifen. Weiß nicht, was du für ein hässliches Auto hast, Dennis, aber ich hab schwarze Reifen. Schwarz auf schwarz. Blaues Auto mit gelben Reifen, also. Also Podium. Also Kopf sind gelbe Reifen hier okay, ja, ne? Du hast auch gelb. Ich habe auch gelbe Reifen, ja. Also ich weiß gar nicht, was hier ist. Also wir sind jetzt nur mit blauem jetzt gefahren. Wahrscheinlich die weicheren, nehme ich mal an, oder? Ja, denke ich. Oh, mein Finger klebt. Brich ihn ab. Mein Fuß klemmt, Acer. Komm schon, vor Hamilton. Oh, der Hamilton rammt mich. Oh, da schießt mir einer hinten ins Heck, in Ferrari. Und ich glaube, ich weiß, wer das war, ja? Entschuldigung. Ja, ich war's nicht. Das ist ein mieses Manöver, ja. Hat echt einen richtig guten Start gehabt, aber, Forst, glaube ich. Aber halt ganz viele Plätze überholt hat der Boris hier gerade, ja? In mein Flügel ist wirklich nicht schneller jetzt. Nah dran, was ist denn hier los? Hallo? Was denn? Hallo? Oh, Boris! Ja, ich hab tatsächlich zwar eine Linie gewechselt, muss ich gestehen, ja, aber dass der Ferrari so unglaublich schnell ist, kann doch gar nicht sein. Also ich hab doch hier Trockensetup gemacht. Na los. Ja. Wieso bist du denn so schnell auf der Geraden, wenn du ein Regensetup noch hattest, ja? Ja, dafür hab ich. Problem bei dem Regensetup ist auch, Olli, ne, wenn du ein Regensetup hast, du musst mal auf weiches Gemisch dann wechseln. Auf weiches. Auf weiches Gemisch. Seidenweich oder eher seidig-wollig weich, ja? Ich hab sogar ein weiches Gemisch. Bist du zu viel Sprit? Ja, jetzt lass mich erstmal fahren. Das ist doch Quatsch jetzt. Jetzt lass ich noch einfach auf normal Olli, fahren. Olli, hat einen super Start gehabt und der Olli fährt gut gerade. Beim Lassen. Absolut ja, korrekt. Komm, Dennis, halt zu, der Boris wird wieder Zweiter. Ich sehe es hier schon kommen, ja. Ich hätte gehofft, dass ihn irgendjemand aufhalten könnte da, aber sind alle so schimmelig hier. Aber wie der Boris sich da durchgeknüppelt hat in der ersten Kurve, es war echt gut. Also, ja, schon stark. Also, sehr, sehr gewartet und das Manöver, ja. So, jetzt schauen wir mal hier. Ich bin übrigens heute Sportwagen gefahren, heute Abend. Cool. Echt cool, oder? Ja, Tesla. Einen echten? Ja, mit 420 PS, war ziemlich geil. Du bist gefahren? Ja, war geil. Also Werbung jetzt hier für Tesla. Oh, werden wir schon gesponsert hier eigentlich, oder? Die können mir ruhig einen schicken, also. Ich habe ja schon einen BMW-Vertrag, Leute, es tut mir leid. Ja, okay, dann nicht. Dann bist du raus. Oh nein, der Rosberg kann nicht mit dem Boris mithalten. Was ist denn da los? Und wo ist der Hamilton eigentlich hin? Ist der schon tot oder was, oder? Ich hab den Hülkenberg direkt vor mir. Scheiße, ich hab einen Abflug gemacht. Ich bin nicht wieder Hülkenberg. Oh, der Olli ist weg. Direkt im Kies. Boris, da, wo ich dir noch gesagt hab, da fliegt man gerne raus beim Kies. Oh, hä? Was fliegt der denn da raus? Kann es sein, dass dein Controller aus ist? Nee, wieso? Nee. Achso. Ich kann mir das nicht vorstellen, warum das...
Ja, Boris, ich bin eiskalt hier ins Rennen gestartet. Ihr habt euch schon warm gefahren. Ich war schon froh, dass ich die Quali überstanden habe. Ich will es nicht kleinreden, aber es ist nicht so einfach von 0 auf 100. Ich war Dritter übrigens. Aber du bist noch im Rennen, oder? Ja, ja, also klar, ich bin natürlich noch irgendwie dabei, das ist richtig. Geht noch einiges. Ich bin gleich Letzter, wenn ich in der Box war. Ah, okay. Also, Dennis, Punkte mitnehmen. Ich bin 8 im Moment mal, aber... Ach, das ist gut, das sind Punkte. Ah, komm, Dead Spirit. Ah, Leute. Ich bin 1,49 vorhin gefahren. Hab ich ein bisschen Angst jetzt vor dir. Jawohl, ich hab den Hülkenberg, Sehr gut. Jetzt lass dich nicht rammen von ihm oder sowas. Du weißt, es ist der Fight des Jahres zwischen euch beiden da immer. Aber lass dich nicht irgendwie da in irgendwas rein manövrieren. Sind zwei Autos direkt vor mir. Oh, ich hab DS. Bin im DS-Panzer. Die Strecke ist frei. Merkt ihr diese Fliehkräfte hier in diesen schnellen Kurven? Wir haben kein Lenkrad. Keine Stops mehr. Die Kräfte sind noch am Nacken, Leute. Das merkt man auch mit Lenkrad. Naja. Du bist auf den langsameren Reifen unterwegs. Wir brauchen sollen vorher. Aber trotzdem halt. Wir sind sehr zufrieden. Einfach schneller. Oder raucht doch jetzt währenddessen. Das ist ganz cool. Ja, Leute, was ist denn mit euch los, ey? Also, ich bin so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich fühle jetzt bis 10 Sekunden in der dritten Runde vom Boris. Also, das kann ja, aber ein sein. Das war schon mal mehr. Alles auf den Kopf stellen hier. Ja, klar, keine Frage. Also, ich. Eine Überrundung oder sowas, ja. Ich fahre quasi wieder standardmäßig so zwischen Platz 6 und 8. Das ist sehr gut, also das sind alles Punkte. Also momentan heißt es Platz 7, aber ich habe einen dicken, fetten Pfeil hinter mir vom Hülkenberg. Oh ja, habe ich den Massa ein wenig touchiert. Ah, ich habe ihn leider nicht... Nee, ist auch noch alles am Auto dran. Ich habe ihn sehr ganz, gut. Ganz leicht. Dennis, fahr auf Sicherheit. Der Olli, der patzt dieses Rennen und wir müssen die Punkte. Ich hab den Massa! Jawoll! Dennis, go! Und jetzt hab ich den Button vor mir. Yes! Hat der Olli noch mit, oder? Ja, ich fahr noch mit. Ah, gut. Der Wagen hinter dir hat jetzt den Button. Auf harte Reifen. Glaubst du, ich bin Fünfter. Sehr gut, Dennis. Weiter so. Aber jetzt habe ich diese Situation, wo ich diesen Pulk hinter mir habe. Nein, das ist egal, Dennis. Das hast du schon so oft geschafft. Lass dich nicht irritieren. Denk an letzte Woche, wo wir so viele Punkte eingeholt haben. Ja? 50 Stück hatten wir. Jetzt sind wir irgendwie, wie viel sind wir hinter euch jetzt irgendwie noch nicht mal 10 oder so? Oder so, ne? Ja, okay, also vielleicht doch noch 10, aber auf jeden Fall sind wir extrem nah dran. Das können wir heute schaffen, dass wir in der Konstrukteurs-WM vorne liegen. Das wäre ganz schön heftig. Komm jetzt in die Box, Dennis, gleich. Ich? Nee, ich. Ach, einer hat gesagt an dich, nicht. Vielleicht nicht jetzt irgendwie reinfahren. Nee, also ich soll jetzt gleich in die Box sagen, dem hier. Also, mein Auto liegt extrem gut, meine Reifen sind auch noch gut. Ja. Aber jetzt gerade in der letzten Runde tatsächlich ein bisschen langsamer war, muss ich gestehen. Erst eine 1,53.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich fahre eine 1,58. Das ist das Auto, Dennis. Ich habe die neuen Teile schon eingebaut hier in meinem. Olli, wie sieht's aus? Einstellig schon oder immer noch zweistellig? Ich bin Vorletzter. Also dreistellig. Nicht letzter. Da wird doch was. Ja, ich weiß nicht, wo der Kobayashi ist. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Ob der noch mitfährt. Irgendwann in den nächsten 5 Runden an die Box fährt. So, wo ist denn jetzt hier die Boxengasseneinfahrt eigentlich? Die ist heftig hier, also die ist echt übel. Das ist gehört, ja, schön mit Schmackes rein, mit Schwung. Geht so einen Berg hoch, musst du ordentlich Speed, sonst klappt's nicht. Ich finde, die ist ja wirklich hier neu, das war früher noch anders. Da war es ja hier diese Bus-Stop-Chicane am Schluss, ne? Die war ja damals. Ach du Scheiße. Oh oh. Wo ist denn der Rückwärtsgang? Die ist übel, ne? Die Boxeneinfahrt. Die ist echt heftig. Also die ist echt unangenehm, ja. Die war früher noch schöner. Da bist du einfach so, dass die Boxer, die Bus-Stop-Chicane einfach ausgelassen, bist einfach gerade ausgefahren. Jetzt ist sie ja richtig ekelhaft. Also. Oh, da will einer vorbei an mir. Oh, wir erkennen beim Auto hinter dir einen Schaden am Frontflügel, haben sie gerade gesagt. Nein, der Boris ist vorbei. Oh, ich muss in die Boxen nächste Runde. Das Auto hinter mir hat einen Schaden am Frontflügel bekommen. Boris! Ich hab nichts gemacht. Nein, ich hab meinen Frontflügel abgefahren. Das ist nicht dein Ernst, ey. Nein, und jetzt kann ich gar nichts mehr. Nein, jetzt kommt auch noch hier der blöde der Rostock vorbei, ja. Hier liegen lauter Teile auf der Strecke. Ja, das ist mein Frontflügel. Das gibt's doch nicht, ja. Bist du da vom Gas gegangen oder warum warst du so langsam? Grosjean. Boah, Alter, ey. Das war, als würdest du stehen bleiben gerade auf der Geraden, ja. Ich bin irgendwie noch ausgewichen, um mich hinten drauf zu fahren. Das hätte ich mal machen sollen, ey. Oh nein. Ach, gar keinen Frontflügel. Scheiße, das wird jetzt ein richtig scheiß Rennen für Winter Boris, ja. Boah, was war das denn, ja? Ich hab nichts gemacht. Nein, hast du auch nicht. Du warst halt nur derbe langsam, aber du hast nichts gemacht. Da gebe ich dir völlig recht. Diese scheiß Runde kostet mich so viel Zeit jetzt gerade hier. Egal, Platz 2 ist auch gut. Hol dir den zweiten. Ja, ich werde wahrscheinlich Dritter, weil der Rossberg ja auch noch vorbei ist, ja. Den holst du dir ja wohl. Ja, 6 Sekunden. Alter Vater. Ist er nicht, ja. Boah, ey. Sag ich, wie viel da bist du momentan? Dritter. Also, du bist hinter mir. Direkt hinter dir. Ja, aber ich muss jetzt in die Box, Dennis. Alter, nee, hör auf, ich muss in die Box. Ja, das geht ganz schnell, das ist nur ein Frontflügel. Du bist anscheinend schon reingefahren, das ist wohl nächste Runde. Du Eule! Olli schläft. Nee, ich schlaf nicht. Mein Setup ist so schlecht, dass ich tatsächlich auf der Geraden an dem Massa nicht vorbeikomme, trotz DRS. Oh, jetzt ist Hamilton auch noch vorbei, ja. Kopf, aber ich habe schon wieder weiche Reifen. Für mich reserviert war eigentlich. Bist du vorbeigefahren jetzt, oder was? Ja, weil du bist ja in die Box direkt vor mir. Ja, ich hatte keinen Front, also noch eine Runde ohne Frontflügel, das ging gar nicht. Also. Ich bin quasi schon mit dir hinter dir in die Box eingebogen und hab mir dann noch schnell anders überlegt. Danke, Dennis. Es tut mir leid. Also. Aber ich werde jetzt alles versuchen, irgendwie noch da wieder nach vorne zu kommen. Es wird schwierig werden, weil ich glaube, also jetzt hat der Boris bestimmt 30 Sekunden Vorsprung gemacht. Ja. Ich war ja auch in der Box. Ja, aber ich habe in der Runde halt ewig viel verloren dann davor. Und da war es ja schon vor mir, also. Du hast dieses Gehen.
Also Rosberg, weiß ich nicht. Rosberg, ich werde schon hinter Hamilton und nicht in der Box war 10 Sekunden schon. Ich bin Erster, vielleicht soll ich ohne Boxenstopp durchfahren. Das ist auch ein guter Plan. Also. Ich habe ja einen dafür mehr gemacht. Ja, aber da habe ich vom Olli gelernt, dass sie das Spiel so gemacht haben, dass sie da gerne in der letzten Runde die Reifen platzen. War es echt, oder was? Kaputt sind. Ja, Olli. Ja, und eigentlich bist du disqualifiziert einfach nur, aber. So, ich bin jetzt hinter dir, Dennis. Dennis, mach irgendwas. Nein, wir spielen hier fair. Nein, nix war nicht vorbeilassen, Junge, du sollst nur fair bleiben. Ja, ich fahre hier einfach nur, also noch habe ich auch keinen Pfeil hinter mir, also noch, ich fahre ganz normal und fahre jetzt mit Blocken. Mach noch eine Runde länger, Dennis. Fahr in die Box. Alter, Boris. Was denn? Scheiße! Was war das denn? Mein Auto war nicht durchsichtig. Ich hab ihn so viel lieb, wollte mich nicht in die Box fahren lassen. Was denn? Gibt's da nicht. Der Papa keine Schleife. Gibt's wahrscheinlich noch nicht. Der Bursch hat mich von der Boxeneinfahrt abgedrängt. Richtig so, Boris. Dass dein Hintermann versucht. Ich bin jetzt aber hier wieder auf die Strecke gekommen. Oh! Nein, Leute, was macht ihr denn da schon wieder? Schon wieder mein Frontflügel weg, ja? Was ist denn hier los? Also. Boah! Das ist doch nicht euer Ernst, da stehen sie hier auch schon wieder auf der Geraden rum, ja? Oh, hier liegen die Brocken. Der Hamilton hat ihn touchiert. Ja! Jetzt sind wir hier zu dritt. Oh Gott. Du machst das klasse. Pushen. Also wenn der Hamilton jetzt nicht eine Strafe bekommt. Wäre schon mal cool. Dann würde ich auch noch an ihm vorbei. Gott. Oh, und Rosberg auf 1. Das ist ja voll unfair. Das ist ja mein Rennen, Rosberg. Nein! Jetzt ist er auch wieder vorbei. Ich habe keinen Frontflügel mehr. Ach, Corto. Oh nein. Oh, Hülkenberg ist hinter mir, will vorbei. Ach, Boris. So. Oh, ich habe irgendein Auto direkt vor mir. Wie viel bist du, Corto? Ja, jetzt bin ich hinter Boris wieder auf der 4. Ich habe keinen Frontflügel, ich kann nichts machen in der Kurve, ja. Dann bist du das wahrscheinlich, der da so vor mir rum eiert. Ja, ich kann halt nichts machen, ja. Jetzt die Frage, ob ich noch. Direkt hinter mir ist der Langgeraden und will vorbei. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an. Also wirklich schnell sieht der Boris auch nicht aus da vorne, aber ohne Frontflügel ist er trotzdem nicht. Ihr seid beide direkt vor mir, was ist denn da los? Konkurrenzfähig, push weiter. Also ich muss nochmal in die Box, das hilft nichts. Ich kann nicht ohne Frontflügel hier fahren, Alter. Kopf, ich bin an dir vorbei und ich hab den Boris vor mir. Ja, ich weiß, mach den Boris platt. Du musst es heute rausreißen. Olli, wo bist du denn mein Teamkamerad, wenn ich ihn brauche? Ich bin, ja, also 6. Das ist echt so unglaublich, diese lange Gerade, ja. Ey, wo bist du? Da steht 6? Der Boris immer irgendwie 6. rum, ja. Sehr gut. Ach, jetzt ist der Olli noch vor. Ach, jetzt bin ich 13., 14., 15., 16. Ja, aber ich muss auch nochmal in die Box. Ja, aber der Rest wahrscheinlich nicht. Nee, der Rest nicht. Na komm, oh Mann, das ist echt unglaublich, ja. Da hätte ich den Boris wieder haben können, ja. Und dann stehen da zwei Autos quer auf einer Geraden, wo du mit 300 lang fährst, ja. Das ist halt echt kein Spaß, Leute. Nein, Leute. Und jetzt macht der hier noch das Gleiche, der Groschow. Jetzt habe ich schon wieder keinen Frontflügel. Und eine Strafe hier auch noch. Das ist doch nicht zu glauben. Die fahren jetzt ja muss alle ich mal lachen. Und ich jetzt bin halt hier mit 300 unterwegs und die fahren ja alle 200 auf der Geraden, ja. Ja, du fährst zu schnell, Christian. Ist auch verboten. Deine Worte. Oh, alle so, also Leute, ich gebe auf das Rennen. Du bist wahnsinnig. Top 10 muss ja, sein. Ich muss eh wieder in die Box. Ich habe keinen Frontflügel mehr und rutsche hier rum. Und ich bin auf 16. Also die Chance ist gering. Dennis, du musst es rausreißen. Du musst den Boris noch irgendwie holen. Der hat auch ein Problem. Also. Ich hab mich fast gedreht. Ich muss dich zwei vorbeilassen. Nein, Dennis. Nein. Ich sehe die Konstrukteurswärme davon. Ich hab irgendwie. Oh, mich hat jemand gerammt. Irgendwas stimmt bei meinem Auto nicht. Ich jetzt bin ich nur 9. Oh Gott. Strafe.
Strafe. Oh, ich habe eine Strafe mal eins. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, ich auch. Position verschuldet. Ja, doch, ich habe einen abgeschossen. Oh, ich das halt, gibt's aber. Ich wollte halt nicht schon wieder irgendwie in den Gras fahren, um den Flügel zu verlieren. Dann fahre ich hinten drauf mit dir den Flügel und krieg noch eine Strafe. Nein, jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mal die Punkte. Ah, ich auch nicht, mach dir nichts draus. Ja, aber das habe ich gerade gar nicht verstanden. Also ich bin quasi, so wie es im Olli mal passiert ist, einfach abgeflogen. Ich hab's auf Band. Ja. Also deinen Abflug. Und, okay. Habe ich da irgendeinen gerammt oder so? Nee, du hast dich einfach nur, du hast dich rausgedreht. In die gegengesetzte Richtung der Kurve. Oder? Ja, genau, richtig. Also ich habe quasi hin und her geschlackert dann. Aber ich habe keinen gerammt. Nee. Du hast 2 Sekunden. Aber wenn du eine Strafe bekommst. Ja, vielleicht beim Wiedereinfädeln, da war ich ja dann vorbei. Was jetzt schon? Nee, ich war noch nicht in der Box, aber... Du musst das ja, sonst ist das doch Strafe, oder? Nee, also die Reifen habe ich ja gewechselt. Dann mach doch nicht. Okay. Also die während der Fahrt gewechselt, oder was? Nein, ich war schon, ich musste ja... Ich habe doch meinen Frontflügel verloren. Oh, Quatsch, das ist kein gutes Rennen für Red Bull. Das kenne ich irgendwo, ja. Das sah gut aus. Das sah unglaublich aus, ja. Es sah unglaublich aus, bis der Boris mit 2 Kilometer auf dieser Geraden lang geschlichen ist, ja. Ich habe einmal das Kiesbett zu sehr touchiert, da habe ich mich so leicht gedreht und irgendwie... Seitdem hat mein Auto irgendwie auch eine Macke, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht hast du keinen Frontflügel mehr. Ich schlacker ganz doll und kämpfe hier um den 9. Platz, aber ich habe ja noch eine Strafe. Wie sind denn eure Positionen jetzt? Ich bin ja jetzt auch 19. Ich sehe eigentlich nur Eriksen und Kobayashi um mich herum. Wo seid ihr denn jetzt? Wie sieht es denn WM-mäßig aus? Ich komme aufs Treppchen, aber leider sind die Silberpfeile uneinholbar für mich. Ja, die waren aber auch gutes Wochenende. Eine Sekunde schneller als das Auto hinter dir. Und wer ist auf dem, glaube ich, im 4. Platz? Oh ja, der Olli macht Dennis den Zettel. Nein, ich bin 9. Ich bin 9. und habe noch eine Strafe im Gepäck. Oh. Muss ich noch absitzen, oder? Ja, oder wird die draufgelassen? Richtig, ist mir verdirrt. Ich werde auf dem 4. ins Ziel kommen, wenn ich keinen Mist baue, ja. Ich habe keine Rückspiegel mehr. Ich habe gerade einen überholt und dachte so, wo ist er denn hinter mir, ja? Und denk so, hä? Wieso siehst du denn nicht mehr? Und dann merke ich, ich habe auf beiden Seiten keinen Rückspiegel mehr. Ich habe ihn aber auch nur links. Gut, es gibt gute Punkte, Olli. Ja, leider. Olli ist ein phänomenales Rennen gefahren mit seinem Crash da am Anfang und dass es nichts lief und jetzt 4. Na gut, ich merke schon, ich muss hier auf Sicherheit gehen bei euch Jungs, ja. Also wenn einer vor euch dann ist von mir, gehe ich einfach vom Gas runter und bleibe einfach dahinter. Ärgerlich. Einmal leicht abgeflogen, das hat mich 5 Positionen gekostet und noch eine Strafe, die ich immer noch nicht nachvollziehen kann. Oh, mein Sprit ist tatsächlich leer, Boris, du hattest recht. Ich nehme sie hin. Ja, mir auch. Bei mir hängt er jetzt bei 280. Ne. Ja, das habe ich gemerkt auf der Geraden, weil meiner ging über 330. Das ist unscharf. Also ja, wirklich 330, ja, erreiche ich da. Und das ist halt mit so langsamen Leuten wie euch, da ich kein Vergnügen auf der Geraden. Also weil dieser Knick ist halt so schimmlig. Wenn es auf der Geraden gewesen wäre, ja, dann wäre das... Ja, Mann! That's it! So, jetzt wird wieder geredet. Geil war das. So ist das nämlich, Junge. Wo ist nochmal 20 Sekunden Strafe kriegst du nochmal? Da hat er mich nochmal von 9 auf 10 gesetzt. Jawohl. Ja, aber zumindest hast du mir einen Punkt geholt. Die wird durchgereicht, wie gemein. Nein. Also wir haben echt eine Nullrunde, oder was? Strafe. Ist vorbei? Nee, ich komm noch ins Ziel, wartet noch ganz kurz. Okay. 14. Ich muss eine raus. Oh. Das ist so
ist vorbei. Ich muss auch eine rauchen, ich bin 20. geworden. Ah, ich hätte auch noch eine Strafe drauf, oder was? Ich war doch 16. oder sowas, ja? Das ist doch unglaublich. Ich bin noch 20 Sekunden Strafe noch drauf, ja? Ich war doch in der Box. Ach nee, Quatsch, hab ich ja gar nicht abgesessen, ja? So, ich schicke erstmal die Fotos, ne? Ach Leute, ich muss jetzt dann rauchen, ey. Ich muss saufen, ey, das gibt's doch nicht, ja? So ein Rennen, so wegzuschmeißen, ja? Und Dritte und Vierte werden die beiden Ferraris, ja? Ich war Vierte, oh Mann. Das sind fette Punkte, die uns da abgenommen haben. Das sind 17, 27 Punkte, die sie wieder Vorsprung haben, ey. Mehr noch. Unfassbar. Ach, Dennis, das nächste Rennen, was ist denn das nächste Rennen? Monza. Italien. Oh, nee. Ich muss jetzt dann rauchen. Das ist na gut, Leute. Oh. Ich war Vierte, 2 Runden vor Schluss Vierte und ein Fehler. Ja, ich war Erster und 4 Boxenstopps später war ich schon 20. Aber, Dennis, wir haben es auf Band. Du kannst es dir noch einmal ansehen und es zelebrieren. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, genau. Vielen Dank euch. Ich muss jetzt noch rauchen. Rauchen ist ungesund. Macht's gut. Ciao.